Hallo Leute, hier ist Caesar, euer Community Manager, und ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie ihr mit dem eMonkeys Forum arbeiten könnt, gerade wenn ihr eben ein komplett neuer Spieler auf unserem Server seid und uns ab sofort bei Aldes Live begegnen könnt. Wenn ihr euch schon mal hier registriert habt auf unserem Forum, zeige ich euch jetzt mal ein paar Unterforen, ein paar wichtige Themen, die ihr euch zuallererst mal anschauen sollt, damit ihr schon mal den ersten Eindruck habt, was ihr tun müsst, um ja, die ersten Hindernisse vielleicht zu umgehen oder die ersten Fragen aus dem Weg zu räumen. Ganz wichtig, hier oben haben wir im eMonkeys Unterforum den Bereich Ankündigung. Hier findet ihr alle wichtigen Ankündigungen, die von der Server-Community, also von den Server-Admins speziell, gepostet werden. Hier posten also keine normalen User, sondern nur die Admins. Wenn es jetzt hier irgendwelche dringenden Änderungen gibt und so weiter, die werden dann hier an der Stelle erscheinen. Dann haben wir hier im zweiten Bereich, was für euch sehr, sehr wichtig ist, ist eben der Bereich Regeln, weil es funktioniert natürlich nur Aldes Live, wenn man die Regeln kennt. Da gibt es hier den Ordner, also das Unterforum Serverregeln, und dazu diese drei Regeln. Wichtig am Anfang sind für euch die generellen Regeln. Hier könnt ihr dann schon mal schauen, was einmal RP-Regeln sind. Und ganz wichtig, die Serverregeln, also was darf ich machen, wo beginnen die Safe Zones, was ist RDM, ist VRDM erlaubt oder solche Dinge, was das auch für Sanktionen zum Beispiel mit sich führt, das wird euch hier in diesem Beitrag ausführlich erklärt. Im nächsten Forum gibt es dann noch den Bereich unter Community-Informationen, haben wir hier die nützlichen Informationen, da gibt es ein paar Beiträge, die ich euch kurz zeigen möchte, einmal hier an der Stelle Übersicht zum eMonkeys Team, damit ihr natürlich wisst, wer gehört hier wohin überhaupt, wer hat hier was zu sagen, damit ihr auch hier gleich mit den einzelnen Farben erkennt, wer im Forum zuständig ist. Auch diese Farben und diese Icons sind entsprechend aus dem TeamSpeak 3 Kanal entnommen, und dann könnt ihr direkt die Leute entsprechend ansprechen, die ihr erreichen wollt. Wir haben hier den Stand vom 20.03., also ich versuche in der Regel das immer zu aktualisieren und für euch ja, aktuell zu halten dann entsprechend. Dann haben wir hier noch den Bereich Übersicht zur Warenproduktion. Das bedeutet einfach, das ist eine Grafik, die euch zeigt, was ihr auf dem eMonkeys Server produzieren könnt. Das ist nicht ganz aktuell, das ist vom Patchstand 14.3. Allerdings seht ihr hier schon, wie kompliziert teilweise hier so die Alkoholherstellung ist, das Verfahren dazu, wie illegale Sachen hergestellt werden können. Und ihr bekommt hier empfohlene Startressource, also eine grüne Hinterlegung bedeutet, das ist also empfehlenswert, damit zu beginnen und dann sich natürlich entsprechend weiter hochzuarbeiten bei den anderen Produktionszweigen. Hier auch noch wichtig, oft kommt es ja die Situation, ich muss sofort ins Modbüro, weil mir irgendwas aufgefallen ist, irgendjemand hat RDM betrieben, also Random Deathmatch. Und ich möchte gerne hier ja, einen Grund jetzt dazu äußern. Und hier steht auf jeden Fall drin, ab wann man eigentlich erst ins Modbüro gehen muss. Das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Es ist sehr umfangreich, schildert aber auch viele, viele Beispiele, wo man halt eben einfach vielleicht auch gar nicht ins Modbüro kommen muss. So, ich gehe nochmal zurück auf die Hauptseite. Dann gibt es eine ganz tolle Sache. Einmal hier die nützlichen Tools. Die würde ich euch auch empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut. Und vor allem hier die Ankündigung eMonkeys Launcher 1.01. Das ist unsere spezielle Software, mit dem ihr sehr, sehr schnell auf unseren eMonkeys Servern draufkommt. Das ist deutlich schneller, als wenn ihr über die AMA-Installation das starten müsst. Das sieht dann hier so aus. Das ist ein kleiner Client, den man sich hier installiert. Der wird immer aktualisiert. Dann haben wir hier unsere installierten, also konfigurierten Server. Die sind schon vordefiniert. Einmal der Hauptserver, dann haben wir einen Event-Server. Und anhand eures AMA 3-Pfades werden auch gleichzeitig die Add-ons ausgelesen und können hier drüber aktualisiert werden. Ihr könnt selbstverständlich aber auch einen eigenen Server nochmal hinzufügen, wenn ihr nochmal parallel woanders spielen wollt. Schön ist hier einmal noch die News, die aktuellen Patch-Notes sind hier immer verlinkt und ihr könnt hier noch speziellere Einstellungen machen. Auch ist schön, dass man hier das Profil auswählen kann, mit welchem ihr dann connecten wollt auf dem Server. Eine sehr interessante Möglichkeit und hat uns auf jeden Fall einiges an Arbeit gekostet. Wenn ich jetzt mal zurückgehe wieder ins Forum, dann wird auch auf jeden Fall ein Bereich für euch interessant sein. Es sind nämlich
Zum einen die hier unten unter Serverinformationen, die Patchnotes hier werden in regelmäßigen Abständen, wenn neue Veröffentlichungen erfolgt sind, auch entsprechend Patchnotes gepostet. Die sind immer recht umfangreich und dann auch entsprechend ausgestaltet. Damit habt ihr immer den ersten Überblick, um was es hier eigentlich geht und was ihr tun könnt. Wenn ihr mal einen Spielfehler melden, also euch auffallen sollte und ihr wollt diesen gerne melden, könnt ihr das über den Bereich Bug Report machen. Hier kommt ihr zu einer Unterseite, wo ihr dann eure Daten eintragen könnt und euer Problem schildern könnt. Ebenfalls zur Not auch nochmal ein Video oder ein Screenshot mit anhängen und dann sollte euer Problem geholfen werden. Ihr werdet dann automatisiert mit einer Rückantwort als auf eure E-Mail-Adresse wird euer Ticket dann bearbeitet. Das ist dann so eine Art Ticketverfahren, was hier durchgeführt wird. Natürlich weiterhin wollen wir immer gerne Vorschläge und Wünsche sehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeiten, Vorschläge und Wünsche hier zu äußern an der Stelle. Ihr seht schon, das ist sehr, sehr umfangreich. Also bevor ihr was äußert, schaut ruhig nochmal über die Suchfunktion des Forums, ob vielleicht der ein oder andere Wunsch schon mal da war. Dann spart ihr euch einen Beitrag zu eröffnen. Wir haben hier noch einen Crafting-Bereich. Das heißt, ihr könnt hier Vorschläge zu neuen Crafting-Gegenständen machen oder was ihr gerne sinnvoll erachtet. Das wird dann hier auch entsprechend von den Administratoren abgehakt, was möglich ist und was vielleicht auch nicht möglich ist. Zum Punkt Crafting ergänzend noch hinzugefügt, es gibt auch noch eine Handelsbörse. Ihr seht schon, die ist sehr, sehr aktiv. Wir haben hier 164 Themen und 1340 Beiträge. Hier findet vor allem der Handel statt, das heißt mit gecrafteten Materialien oder Basismaterialien, die nötig sind, um Gegenstände herzustellen. Hier könnt ihr eure Sachen anbieten, die ihr gefunden habt oder fertig gestaltet habt, oder wenn ihr was sucht, könnt ihr das auch schreiben. Ihr könnt dann hier auch entsprechend markieren, dass die Auktion vielleicht schon beendet ist und ihr einen Käufer gefunden habt. Dann erfolgt das über den abgeschlossenen Button und wir würden uns freuen, wenn ihr das natürlich auch nutzen könnt. So, dann zeige ich euch jetzt noch zwei letzte Dinge. Einmal ist es noch hier unser sogenanntes Bürgermeister-Äquivalent, was ihr von anderen Servern kennt. Da gibt es ja oft einen Bürgermeister. Wir hatten angefangen früher mit einem Präsidenten, jetzt haben wir einen Senat. Das ist die ähnliche Funktion. Hier könnt ihr zum Beispiel vor allem für das Roleplay Anträge stellen, wenn ihr zum Beispiel einer Gruppierung angehört und ihr wollt euch spezielle Rechte verdienen oder wollt Kritik äußern oder sonstige Sachen. Wenn ihr mal reinguckt, wir haben hier so ein paar Beispiele drin. Das sind jetzt noch offene Anträge, beziehungsweise hier ist schon jetzt vor kurzem bewilligt worden nochmal. Wichtig ist hierbei, dass diese Anträge immer in einem speziellen Layout erfolgen müssen. Also es gibt hier eine richtige Art und Weise, wie man eben mit dem Senat in Kontakt tritt. Und das macht man jetzt nicht einfach mit einem Einzeiler oder so, sondern das muss dann schon ein bisschen ein Roleplay-Hintergrund haben. Auch dazu noch erwähnenswert wäre natürlich unsere Events. Der eMonkey-Server bietet sehr, sehr viele Events an unter der Woche. Ihr könnt da mal reinschauen. Ihr seht hier, in welchen kurzen Abständen wir Events veranstalten. Es gibt immer was zu tun, um sich anzumelden. Es gibt eigene Auszeichnungen, die ihr sammeln könnt in eurem Forum, in eurer Forensignatur, mit der ihr dann in Anführungszeichen angeben könnt. Und bieten wir auf jeden Fall eine ganze Abwechslung davon. Wenn ihr hier mal schauen wollt, was bisher alles so stattgefunden hat, dann guckt hier ruhig mal in die Event-Highlights rein. Ihr seht hier, das sind verschiedene Kategorien und 2014 hatten wir eine ganze Menge Events und 2015 wird das immer mehr werden. Also da sind wir sehr eventbegeistert in der Richtung. Und wenn ihr jetzt meint, ja, das gefällt mir alles super, ich möchte gerne hier mitmachen und ich habe auch nichts dagegen, wenn ich zum Beispiel donaten will, dann findet ihr hier unter dem Punkt Unterstütze uns, werde Donator, alle Möglichkeiten hier des eMonkeys als Live-Projekt zu unterstützen und könnt euch dadurch keine entscheidenden Vorteile, allerdings so ein paar Bequemlichkeiten erwirtschaften und habt damit eben die Möglichkeit, in den besonderen Kreis der Donator vorzudringen. So, das war mal ein ganz kurzes Foren-Tutorial hierzu. Das sind jetzt die wichtigsten Bereiche, die ihr als neuer Spieler mal euch angeschaut haben solltet. Und wir hoffen, dass ihr weiterhin auf dem altes Live-Servern eine Menge Spaß haben werdet. Bis dahin, euer Caesar. Und falls ihr Fragen habt, stellt ruhig die Fragen im Forum. Wir sind deswegen dafür euch da.